Ja, hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Ich melde mich heute hier aus Rothenburg an der Fulda. Hier hat unsere Mannschaft am Wochenende den Sparkassen-Handball-Cup bestritten. Und wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. Ich habe mich im Vorfeld allerdings mit unserem Christoph Steinert unterhalten und wir haben über das Spiel am 22. August gesprochen, das für die Fans des HC Erlangen auf jeden Fall ein Highlight sein wird. Wie Christoph das Spiel gegen Kielce findet, das zeige ich euch jetzt. Ja, Christoph, ihr befindet euch jetzt gerade mitten in der Hochphase der Vorbereitung. Wie geht's dir denn aktuell? Mir geht's sehr gut. Der Coach macht das gut mit der Belastungssteuerung. Deswegen ist es sehr anstrengend, aber es ist auf eine sinnvolle Art anstrengend. In der letzten Woche wurde bekannt gegeben, dass ihr ein ganz besonderes Testspiel noch absolvieren werdet. Und zwar spielt ihr am 22. August gegen den Champions-League-Sieger von 2016, KSV Kielce. Wie findest du das denn? Also ich finde es überragend. Klar haben wir gute Gegner in der Bundesliga, nur ist es so, dass wir die ganzen Spitzenmannschaften internationaler Klasse oder aus dem Ausland nur relativ selten zu Gesicht sehen, im Fernsehen meistens. Und deswegen bin ich richtig froh und glücklich, dass das funktioniert hat und dass wir so einen tollen Gegner bespielen. Ja, du als Profi-Handballer verfolgst wahrscheinlich auch die Champions League über Sky. Freust du dich denn über einen speziellen Spieler? Und zwar war so nach Urios, würde ich sagen, die nächste spanische Kreisläufer-Ära mit Aginagalde. Und gefühlt spielt er schon seit 10 Jahren auf einem unfassbaren Niveau. Und das ist so ein Sportler, auf den ich mich wahnsinnig freue zum Beispiel. Und was müsst ihr denn machen, dass ihr gegen die Champions von 2016 erfolgreich sein könnt? Das wird wahnsinnig schwer. Aber man muss ja sagen, dass es ein Heimspiel ist. Das heißt, es kann ja sein, dass eine besondere Energie entsteht. Und wir sind gerade auf dem Turnier eigentlich auf einem ganz guten Weg. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir uns zumindest achtbar schlagen. Jetzt unser Co-Trainer Stefan Mittag. Stefan, ihr habt eben im Herzschlag kleinen Finale ganz knapp verloren. Bist du trotzdem zufrieden mit der Leistung deiner Mannschaft? Ja, natürlich hätten wir das Spiel gern gewonnen, vor allem nachdem wir in der zweiten Halbzeit richtig gut zurückgekommen sind. Viele Fehler abstellen konnten, die uns in den größeren Rückstand geraten haben lassen. Und am Strich sind wir zufrieden. Wir nehmen viel mit aus dem Turnier und jetzt können wir an den Dingen weiterarbeiten, die wir noch besser machen müssen. Ja, ihr wart jetzt 3 Tage hier in Melsungen oder besser gesagt in Rothenburg. Es war verdammt heiß, wie wahrscheinlich überall in Deutschland. Merkt man das auch so ein bisschen bei den Spielern oder wie könnt ihr da auch als Trainer drauf einwirken? Ja, es merkt natürlich jeder, nicht nur wir, alle Mannschaften, die haben mit der ganzen Hitze zu kämpfen. Schlaf ist die wichtigste Phase der Regeneration und man hat sehr schlecht geschlafen, alle hier, trotz Fenster offen, trotz Balkon offen. Manche Spieler haben auf den Balkons außen geschlafen, um an der frischen Luft zu sein. Aber das Problem haben alle, wir geben jetzt 2 Tage frei, um wieder neue Energien zu schöpfen und werden dann am Mittwoch wieder mit frischen Kräften ins Training starten. Ja, am Freitag geht es ja dann gleich weiter mit dem nächsten Testspiel gegen den TV Großwaldstadt. Was müsst ihr machen, um da erfolgreich zu sein? Ja, wir müssen die Dinge noch besser auf den Punkt spielen. Wir müssen einen Tick aggressiver in der Abwehr sein und dann wirklich die Chancen, die sich uns bieten, auch reinmachen. Weil am Anfang haben wir doch einige gut herausgespielte Bälle liegen lassen. Und in der Abwehr haben wir es nicht geschafft, den Gegner übers Zentrum zu stören, dass so das Profi und Katze relativ wenig Chancen hatten, Bälle zu halten, weil sie immer über die Mitte gescheppert haben. Und dann gibt es ja noch ein ganz besonderes Highlight. Ich weiß nicht, ob du es als Trainer auch schon mal erlebt hast. Und zwar kommt der KSV Kielce zu uns in die Karl-Heinz-Hiersemann-Halle am 22. August. Freust du dich? Ja klar. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir den Rhythmus halten können nach dem Pokalwochenende. Unser erstes Spiel in Kiel wurde verlegt, nachdem da keine Halle zur Verfügung steht. Umso dankbarer sind wir all den Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir hier so einen Top-Gegner bekommen und zu Hause testen können, um auch diesen Rhythmus beizubehalten, Pokal, Testspiel und dann wirklich dann mit dem Heimspiel gegen Gummersbach endlich in die Saison starten zu dürfen. Die Spieler freuen sich auf die Champions-League-Sieger von 2016, auf die Stars. Auf der Trainerposition, da gibt es ja auch einen ganz speziellen Trainer, und zwar Dushubayev. Freust du dich, ihn kennenzulernen? Ja, definitiv. Er hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und man schaut natürlich immer, was die Kollegen umsetzen, wie sie arbeiten. Und natürlich freue ich mich, ihn auch mal zu sehen und mit ihm zu sprechen. Dankeschön. Ja, das war's dann hier aus dem Handballwochenende in Rothenburg. Wir sehen uns dann am Freitag wieder in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle. Anwurf ist um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dann.